Suche alles über Dr. Young. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Young mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. So, was verbessern wir da als nächstes? So. Und schön der Spagat. Mit dieser Verbesserung können wir schon nach einer 5 statt nach einer 6 achtfachen Kombi die Spezial ausschalt und rumwerf. Au, das muss wehgetan haben. Ja, ich mache solche Gegner gerne. Durch die trainiere ich auch ein bisschen an Erfahrung. Ich komme mal wieder ins Spiel rein. Auch wenn es nur absolut Klick-Spamme ist. Ach so. Jetzt check ich's. Ich hab die ganze Zeit das Falsche gedrückt. Ja, und hier sehen wir auch mal einen schönen Ausschalt-Move. Ich denke die ganze Zeit, wenn ich das Headset auf hab, mich ruft jemand. So, wir müssen nach Arkham North. Sind wir schon mal richtig. Und ja, ich weiß nicht, ich werde Batman ziemlich wenig ich werde viel über das Spiel reden. Ist das Besondere an Batmans Brücke? Es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. So, wo haben wir denn dieses Rätsel? Twiddledee und Twiddledamsan, es kannst du es sehen. Ach, da sind sie. Ja, das Rätsel kenne ich auch. Oh, scheiße, jetzt hat irgendwas nicht gewollt. Ja, das ist bei mir noch das Problem an der Funkmaus und das war eigentlich schon immer so der einzige Nachteil an Batman Arkham Asylum, dass die Steuerung recht, ja, wie soll man sagen, schwammig war. Ja, schwammig kann man eigentlich sagen und ich will, dies eine Rätsel will ich jetzt lösen. Okay, da müssen wir dann hin. Und wir haben hier die Karte noch nicht, daher... Ich nehme an, das war am Haupteingang. Ja, war's. Rätsel gelöst. Da kommen noch mehr. So, könnt ihr auch lesen. Bürgerlicher Name, Devot und... Nee, auf die habe ich jetzt keinen Bock, das vorzulesen. Das könnt ihr euch selbst durchlesen. Und hier. Bist du bereit aufzugeben? Nö, warum sollte ich? Da gab's noch etwas für uns zu holen. Ah, die Karte. Du hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen.
Glaub's mal, jetzt wird's. Warte, wie viel haben wir denn hier? Okay. Haben wir noch einiges. Ein Großteil dieser Rätsel können wir aber erst mit gewissen Upgrades lösen. Daher fragt, werde ich das wahrscheinlich erst alles am Ende machen. Also. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gottes. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Ja, und wir haben eine zweite Nachricht, von denen ich jetzt eigentlich schon deutlich mehr haben sollte. Aber wie gesagt, eigentlich. Und das ist jetzt einfach nur unendlich geil designt. Schaut euch mal das Scheißbild an. Überall Totenköpfe, Staub. Eine Skyline und eine unendlich geile Zwischensequenz. Wenn das nicht unendlich geil war. Ja, und wir sind hier in seiner, in Batmans ganz persönlichen Betthöhle. Und Baywatch. Ich kenne nicht mal die Melodie. Das nenne ich mal ein Geheimversteck. Ist das Teil nicht unglaublich abfuckgeil? Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Oh oh. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Dum, dum, dum. Ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Und ja, wir bekommen ein neues Gadget, nämlich die Batclaw Bitches. Ja, er konnte sie jetzt endlich wegstecken. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Und ja, mit sowas, mit der Batclaw können wir höher gelegte. Fuck, wie heißen's? Höher gelegte Gitter herunterreißen, Container verschieben, Gegner heranziehen. Sag ich doch. Man kann sowas herunterziehen. Mir leid, Boss, es hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hast. Ja, ja, und was soll ich noch sagen? Wie lange nehme ich noch auf? Oh, dann sollten wir da noch irgendwas noch. Achso, nein, da war nur hinten das Teil und da soll jetzt eigentlich noch gleich noch was kommen. Ja, das lohnt sich auch sehr gut zum Entwaffnen.
So, damit haben wir schon mal eine 9er-Kombo.